Alle von euch, die mich privat kennen, und ich weiß, dass es vielleicht irgendwie nur zwei Leute sind oder so, aber alle, die mich privat kennen, wissen, dass Musik mein größtes Hobby ist. Vielleicht sogar ein größeres Hobby als YouTube, denn ich spiele Geige seit 13 Jahren jetzt und Gitarre seit 2,5 Jahren und Klavier habe ich auch 10 Jahre lang gespielt und ich habe ein Keyboard bei mir im Zimmer stehen und noch so ein paar andere Spielereien, von denen ich euch gleich erzählen werde. Und ja, das ist halt so meine zweite Leidenschaft, daneben Content produzieren für YouTube, was ich zwar auch gerne mache, aber ist halt eine andere Art von Kreativität. Das ist halt eher die Videoseite und Musik gehört für mich halt auch dazu. Und deswegen habe ich mich auch hin und wieder einfach mal von YouTube wieder distanziert und ein bisschen was anderes gemacht, und zwar ein Musikstück. Ich habe mich Ewigkeiten mit Magic's Music Maker rumgeschlagen früher. Und habe mich dann letztes Jahr irgendwann dazu entschieden, ich kaufe jetzt mal eine gescheite Software. Und das war eine gescheite Software und das war Ableton Live 9. Zusammen mit dem Controller Ableton Push 2. Das ist so eine Art Launchpad, das ist so ein Ding mit vielen Knöpfen und da kann man das Ding dann fernsteuern, die Software. Und da kann man echt coole Musik damit machen. Ja, und dann habe ich mich einfach jetzt in den letzten Tagen mal hingesetzt und mal ein Stück gemacht. Weil bisher habe ich mich nie dazu durchringen können, das dann wirklich mal fertigzustellen. Aber irgendwie hatte ich jetzt wirklich mal Bock, das Stück fertig zu schreiben und fertig zu produzieren. Dementsprechend habe ich jetzt mein erstes Stück mit Ableton Push fertiggestellt und das dauert halt genauso lange, wie jetzt hier ein Video auf YouTube zu machen oder sowas. Ihr werdet gesehen haben, dass ich zum Beispiel schon ewig nicht mehr in Team Fortress oder Rainbow Six Siege drin war, also seit der gesamten letzten Woche nicht, einfach nur, weil ich halt mit Ableton rumgespielt habe, weil mir das genauso viel Spaß macht. Und damit ihr versteht, dass diese Arbeit, die ich hier gemacht habe, auch Früchte getragen hat und ich nicht einfach nur faul in der Ecke rumgesessen habe und keine Videos für euch rauskommen, hau ich das auch einfach mal ein Video rein. Es wird euch nicht vom Hocker hauen, es ist natürlich klar, es ist mein erstes Stück mit Ableton, aber nach wie vor, ich möchte es einfach mal mit euch teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dazu schreiben, was ihr davon haltet. Und ich möchte außerdem auch wieder mal einen kleinen Verweis auf meinen Zweitkanal, Productions Music, den werde ich umbenennen wahrscheinlich, aber auf meinen Musikkanal machen, den werdet ihr in der Videobeschreibung finden, da habe ich das Stück auch hochgeladen und da sind noch viele meiner älteren Music Maker Stücke noch dabei. Falls euch das interessiert, könnt ihr also gerne auch dort vorbeischauen. Die Musik läuft hier gerade schon im Hintergrund. Wenn ihr sie pur hören möchtet, ohne mein Geschwätz obendrauf, dann geht rüber zu Productions Music oder wie der Kanal dann auch immer heißen wird, wenn er fertig ist. Und hört es euch mal an. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Wie gesagt, ich kann mich zurzeit einfach nicht durchringen, jetzt Team Fortress zu spielen, aber ich möchte die nächste Spy Academy irgendwann mal rausbringen und das sollte auch demnächst mal passieren. Vielleicht dieses Wochenende noch. Mal gucken. Ich habe nämlich bis Mittwoch frei. Das ist nicht toll. Gerade deswegen wurde mir schon wieder angeboten, ja, stream doch mal wieder dieses Wochenende. Und das kann sogar sehr gut sein. Also, wie gesagt, entweder heute Abend, also Samstagabend, Sonntagabend, Montagabend oder sogar Dienstagabend könnte es sein, dass ich streame. Sonntagabend wahrscheinlich eher weniger. Ich werde es auf jeden Fall nach wie vor in der Steam-Gruppe ankündigen. Also, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann geht bitte in diese Gruppe, LEDs Arena. Ich verlinke sie euch wieder in der Videobeschreibung. Es sind immer erst noch so 20 Member drin oder sowas und wäre cool, wenn es ein paar mehr werden von den 200, die hier das Video immer schauen. Obwohl, es sind noch 50 Leute, die das Video schauen, aber trotzdem, ich meine, es könnten mehr sein. Also wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben möchtet und mit Streams auf dem neuesten Stand bleiben wollt und alles das, dann geht ihr in diese Gruppe und, ja, keine Ahnung, ihr bekommt halt alles mit, wie gesagt. Okay, also dann, wir sehen uns demnächst in einem Stream oder in einem anderen Video, aber ich schätze mal, denn der Stream wird früher kommen als das nächste Video. Ich hoffe mal, es wird eine Spy Academy. Ich hoffe es für uns alle. Adios.